Ja, hallo zusammen, der Quid, Claudio Schießel mein Name. Heute stehe ich am Grazer Flughafen, um genau zu sein, am ÖMTC-Stützpunkt Christophorus 12. Das ist der Rettungshubschrauberstützpunkt in der Steiermark. Und hier gab es eine Präsentation zu dem System Christophorus 17. Was ist das? Das ist der neue Notarzthubschrauber für die Steiermark. Der wird in St. Michael stationiert werden. Und wir haben uns die Fragestunde näher angeschaut, die könnt ihr euch jetzt anschauen, und dann gibt es noch ein eigenes Video mit Landeshauptmann Stellvertreter Magister Michael Schickhofer von der SPÖ, der erklärt, um was es beim System genau geht. Diese Ausschreibung wurde nun zu einem positiven Ende geführt. Ich bin auch sehr dankbar darüber, dass wir jetzt nach einem doch sehr langen Rechtsverfahren Klarheit haben und dass es eine klare Entscheidung in diesem Verfahren gibt und dass wir einen Partner haben, auf den wir uns schon bisher beim Tagflug verlassen konnten, und bin überzeugt davon, dass wir mit diesem Partner auch diese Aufgabe in der Nacht bestens erfüllen können. Danke. Ja, meine Damen und Herren, ganz kurz. Ich bin natürlich sehr froh dafür, dass wir anhand der zusätzlich durchgeführten technischen Analyse und Wetterdaten, dass wir auch natürlich die Anzahl der Notfälle bzw. auch die Zuständigkeit für Notfälle im notärztlichen Bereich analysiert haben. Und da hat sich natürlich auch herausgestellt, dass ein dritter Hubschrauber eine massive Unterstützung sein wird. Und ich möchte das vielleicht ganz kurz anhand des Herzinfarktes darstellen. Wir haben unglaublich viel Geld investiert in den letzten 25 Jahren, um Patienten mit Herzinfarkt, mit Schlaganfall, aber insbesondere mit Herzinfarkt irgendwie besser behandeln zu können und das Überleben zu sichern. Und dann hat sich herausgestellt, eine Zentralisierung bzw. eine Spezialisierung durch Herzkatheterlabore hat alles quasi, was wir notfallmedizinisch vorbereitet hatten, umgeworfen. Und wir wissen heute, dass die Sterblichkeit bei Herzinfarkten um 2/3 zurückgegangen ist, seit wir Herzkatheterlabore haben. Dazu kam natürlich die Logistik. Wir kriegen Vorgaben von Fachgesellschaften, dass diese Patienten in bestimmten Zeitabschnitten im Krankenhaus sein müssen. Und da hat uns in einigen Teilen der Steiermark einfach noch gefehlt, dass wir auch in der Nacht größere Distanzen überbrücken können. Und wie gesagt, es gibt ja schon lange Untersuchungen und lange Bestrebungen, dies mit dem Nachflug des Hubschraubers zu erledigen, mit all seinen komplizierten Rahmenbedingungen etc. Und nun ist wirklich der große Schritt gelungen, und es wird eine zusätzliche Lücke geschlossen, die wir jetzt in der Versorgung für die Bevölkerung machen können. Ich bedanke mich auch für das Entgegenkommen von Herrn Landeshauptmann Stellvertreter und auch von Herrn Landesrat. Es ist nicht immer leicht, wenn zwei Fachleute aus dem Katastrophenschutz Brainstorming machen und mit vielen verrückten Ideen kommen. Es endet dann manchmal auch in einer teuren, aber sehr effizienten und wirkungsvollen Angelegenheit. Und wir stehen heute am Start eines wirklich großen Schrittes in einer weiteren, wirklich guten Optimierung für die steirische Bevölkerung. Herzlichen Dank, und wir stehen jetzt gern für Fragen zur Verfügung. In welchem Tag wird der Zähler 17 parabel sein? Bitte? In welchem Tag wird der Zähler 17 parabel sein? Im November gehen wir davon aus. Wenn die Verfahren dementsprechend zügig durchgeführt werden können, wir reden jetzt über das Bauverfahren und die Bauabwicklung, dann gehen wir davon aus, dass wir im November starten. Was sind die Gesamtkosten jetzt für den Standort Bau? Der Standort selbst wird rund 4 Millionen Euro kosten, besteht allerdings aus einer größeren Infrastruktur, als Sie das bis jetzt vielleicht hier zum Beispiel sehen, weil wir brauchen ein zweites Gebäude, weil jeweils die Komplementärcrew ruhen können muss. Das heißt, es ist doppelt so viel an Ruhemöglichkeiten, plus das Land hat auch Vorsorge getroffen, dass wir dort am selben Standort eine Rotkreuzdienststelle mit zwei Fahrzeugen haben werden. Und eines der beiden Fahrzeuge stellt sicher, dass, falls wir wirklich keine Flugbedingungen haben, dass man noch das Beste auf dem Bodenweg von dort aus für den Patienten machen kann. Wie ist das denn der Aufteilung? Wie hat es heute das ist ein Auftrag des Landes. Für Land 20 Millionen.
Naja, wie das technisch abgewickelt wird, es ist ein jährlicher Auftrag mit einer Fixsumme, die gezahlt wird seitens des Landes. Das sind die rund 1,8 Millionen Euro und dann werden natürlich auch konkrete Abrechnungen durchgeführt. Wir werden uns das natürlich auch sehr genau, so wie das professionell immer gemacht wird, evaluieren, anschauen über das erste Jahr hindurch, weil es natürlich ein großer Qualitätssprung ist, weil dieser Hubschrauber, wie gesagt, fliegt in der Nacht. Es ist aber mit der massive Verstärkung am Tag, er ist ja 24 Stunden im Einsatz, das heißt, wir werden nicht mehr zwei, sondern drei Hubschrauber aber auch tagsüber haben. Und was mir besonders wichtig war, nachdem wir da ja wirklich auf einem Verkehrsknotenpunkt sind in St. Michael, dass wir auch diese Kapazitäten bodengebunden und gemeinsam mit der Rettung nutzen können. Also das ist insgesamt ein ganz, ganz großer Sprung vorwärts. Ungefähr diese zitierten 1,8 Millionen pro Jahr. Warum sage ich ungefähr? Weil nicht hundertprozentig abschätzbar ist, wie viele Einsätze von dort aus geflogen werden. Bis jetzt war es in den Verfahren in Österreich so üblich, dass das bereits bestehende Standorte waren und da haben wir Zahlen gehabt, gewusst, wie viel werden wir fliegen. Wir wissen, dass wir rund 800 bis 1000 Einsätze am Tag und rund 200 bis 300 Einsätze pro Nacht zu Beginn fliegen werden. Das wissen wir aufgrund der Zusammensetzung der Bevölkerung, aufgrund der Anzahl der Notfälle und aufgrund der Einsätze, die wir jetzt schon in diesen Regionen haben. Wie groß ist die Crew dann, die ständig dort sein wird, wenn die jetzt höher und die Nachbereitschaft als zum Beispiel hier? Wir werden dort 5 bis 6 Piloten haben. Wir werden rund 20 Notärzte, die tageweise Dienst machen, haben. Wir werden aber auch 5 bis 6 Notfallsanitäter haben und dort machen wir auch einen neuen Schritt. Wir stellen 80% der Mannschaft bei den Notfallsanitätern, Flugrettern an, weil die Herausforderung in der Nacht zu fliegen doch noch einmal ein ordentlicher Schritt zusätzlich ist, all diese Verfahren auch in der Nacht abwickeln zu können. Erstens hat es mehrere Bewerber gegeben, das heißt, es war offen international auch, dass man sie bewerben kann und das Verfahren ist bis zum Verwaltungsgerichtshof gegangen, aber der Harald Eitner, weil das eine reine Behördenangelegenheit war, das ist mir auch wichtig, das ist höchst professionell abgewickelt worden seitens der Abteilung, da ist natürlich alles offen und transparent, aber Harald, bitte. Ja, das kann ich bestätigen. In dem gesamten Verfahren, ich habe es erwähnt, 14. Februar 2018 bis eigentlich Abschluss jetzt mit Regierungssitzungsbeschluss, wo die Regierung den Zuschlag erteilt hat vor wenigen Minuten. In diesem gesamten Verfahren gab es keine einzige Intervention aus der Politik. Das kann ich als Behördenleiter so weitergeben und auch bestätigen. Und das Verfahren ist wirklich ausschließlich nach objektiven Kriterien abgeführt worden. Das Land Steiermark wurde rechtsfreundlich begleitet von einer namhaften Vergaberechtskanzlei. Wir waren immer bei jedem einzelnen Schritt sozusagen rechtsfreundlich beraten. Und letzten Endes wurde das Vergabeverfahren zweimal von Gerichten überprüft, einmal vom Landesverwaltungsgericht, und das zweite Mal aufgrund einer außerordentlichen Revision vom Verwaltungsgerichtshof in Wien. Und in beiden Fällen wurde uns Recht gegeben. Ich denke, das ist Bestätigung für das Rechtsverfahren in ausreichender Weise. Es ist jetzt nicht meine Aufgabe zu beurteilen, ob der Rechnungshof ein Rechtsverfahren überprüfen kann. Ich habe meine Zweifel diesbezüglich, aber ich sage auch gleich dazu, der Rechnungshof prüft zurzeit ohnehin in meiner Abteilung das gesamte Notarztwesen insgesamt. Ja.
Was nicht heißt, dass er aus meiner Sicht ein Rechtsverfahren nochmal überprüfen kann, das von den dafür zuständigen Instanzen bereits geprüft wurde. Aber das Notarztwesen als solches wird im Augenblick gerade vom Rechnungshof geprüft und dagegen spricht auch nichts. Und ich bin auch sehr optimistisch, dass der Rechnungshof mit unserer Arbeit auch zufrieden sein wird. Warum ist der Standort in St. Peter gefallen, wenn der Das war dem Bieter, dem jeweiligen Bieter übertragen, den idealen Standort zu finden. Und wir haben uns für St. Michael entschieden, weil wir von dort aus wirklich in jede Richtung, auch bei Schlechtwetter, wegfliegen können. Wenn man irgendwo in die Täler hineingeht, muss ich zumindest bei Schlechtwetter wieder einen kurzen Weg sozusagen um die Ecke fliegen, wenn ich dann zum Beispiel ins obere Murtal wollte und ich hätte den Standort in Dimmersdorf oder irgendwo genommen. Also wir sitzen direkt an einem Punkt, von wo aus wir überall hinwegfliegen können, unter allen Bedingungen, die wir als Rettungsflieger haben. Was noch dazu kommt, aufgrund dieser Lage, der geografischen Lage, gibt es dort auch eine sehr geringe Nebelwahrscheinlichkeit. Das kommt daher, dass da natürlich Luftströmungen sind und damit weniger Nebel entsteht an diesem Kreuzungspunkt. Und damit haben wir auch, das wurde schon zitiert, die Möglichkeit, dass man am Boden, wenn das wirklich in der Luft nicht möglich ist, von dort schnell wegkommt. Wir sind in einer Minute vom gewählten Standort auf der Autobahn, ganz egal in welche Richtung, und das erfüllen nicht sehr viele Rettungsstützpunkte. Und Genau. Der 24-Stunden-Betrieb ist in zwei Schichten. Die Mannschaften kommen um 7 Uhr in der Früh und enden um 20 Uhr die Tagmannschaft und die Nachtmannschaft beginnt um 20 Uhr und endet um 7 Uhr in der Früh und so geht das 365 Tage im Jahr. Auch was die Maschinen anlangt, also wenn eine in Wartung muss oder einmal defekt ist, haben wir sehr, sehr kurze Responsezeiten, die uns in der Ausschreibung vorgegeben wurden. Binnen 5 Stunden hat die Maschine ersetzt zu sein, beziehungsweise die Reparatur erfolgt zu sein. Und damit ist sichergestellt, dass wirklich rund um die Uhr 365 Tage und ich hoffe sehr, sehr viele Jahre dieser Dienst von St. Michael aus wahrgenommen werden kann. Und vielleicht, wenn ich ergänzend sagen darf, es ist tatsächlich rechnerisch auch die Mitte der Steiermark. Also es ist gleich weit nach Aussee wie nach Radkersburg. Ja. Es ist natürlich, spielt auch eine Rolle. Ja. Also ganz offen, es ist eine Fachentscheidung erfolgt. Also in solchen Fragestellungen war es für mich Thema, was ist der optimale Standort, was ist der sicherste Standort, das war Aufgabe des Anbieters, das entsprechend darzulegen. Und diese Entscheidung ist entsprechend gefallen. Das sind jetzt die Verfahren, darum dauert es ja noch ein bisschen, natürlich entsprechend der gesetzlichen Regelungen abzuwickeln. Ich habe mit dem Bürgermeister von St. Michael gesprochen, sollte es wirklich irgendwo Lärmbelästigung geben, dass wir bei investiven Maßnahmen unterstützen. Da gibt es jetzt in den nächsten Monaten ausreichend Zeit, das im Detail durchzuarbeiten. Die Profis des ÖMTC wissen aber sehr genau, wie sich die Lärmkegel entwickeln, wie sie fliegen, um hier möglichst schonend zu wirken und möglichst rasch in eine Höhe zu kommen, wo es zu keiner Lärmbelästigung kommt. Aber mir ist es wichtig, und das ist auch ein Auftrag, und das ist ja vom Auftragnehmer ÖMTC zugesichert, dass heute noch ein Gespräch mit den Bürgerinnen und Bürgern stattfindet und dass man fachlich versucht, auf die Anregungen, Vorschläge, auch Ängste einzugehen. Der Bürgermeister wird dort sein und wird, wenn es Maßnahmen gibt, die notwendig sind, mit mir auch das Gespräch führen. Fürs Verfahren sind wir nicht zuständig. Das ist jetzt ein Verfahren bei der Bezirkshauptmannschaft und das gehört aus meiner Sicht objektiv abgewickelt. Das ist keine Frage des politischen Ermessens, sondern eines objektiven und fach- und sachkundigen Verfahrens. Wie weit hat es an die Einsprüche des Mitbewerbers jetzt wieder auf das Projekt insgesamt verzögert? Das war eigentlich ein höherer Start anvisiert geworden. Dadurch, dass das Landesverwaltungsgericht innerhalb von 6 Wochen entscheiden musste, war die Verzögerung verkaufbar, sage ich jetzt einmal. Ja.
Da gibt es ja im Vergaberecht eine sehr kurz bemessene Frist und gemessen am Gesamtverfahren war das eine durchaus verkraftbare Verzögerung. Ja. Und das Verfahren beim Verwaltungsgerichtshof hat ja keine aufschiebende Wirkung und insofern war das dann nicht ausschlaggebend für eine Verlängerung des Verfahrens oder so. Gut, dann sagen wir ganz herzlich Danke und werden uns den Christophorus 17 unmittelbar anschauen. Vielleicht von Interesse, die Maschine vom Christophorus 12, die rechts steht, ist so eine Autopilotenmaschine, wie wir sie zum Einsatz bringen werden. Da haben sie auch im Cockpit genau die Einrichtungen sichtbar, die wir dann in St. Michael auch einsetzen werden. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!